Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den sogenannten Angstdrilling am Stahlverfach baut. Ein Angstdrilling braucht man eigentlich immer, wenn man mit sehr langen und großen Ködern fischt. Sprich, wenn der Einzelhaken oder der Jigkopfhaken nur einen kleinen Teilbereich des Köders abdeckt und dadurch die Fehlbissquote extrem ansteigt. Also hier mal ein Beispiel, ich habe hier einen Köder und wie ihr hier seht, hier geht der Jigkopf durch, hier kommt der Einzelhaken raus und der restliche Teil des Köders ist unbehakt. Das heißt, ein Fisch, der nur hier drauf beißt oder hier drauf, der wird definitiv nicht gehakt. Das heißt, ihr habt eine hohe Fehlbissquote. Normalerweise gehen die Fische häufig auf den Kopf, um den Fisch auch sofort zu töten. Aber in vielen Fällen kann es auch natürlich sein, dass die Fische zickig sind und einfach anders beißen. Um dieses Verhalten zu unterbinden, gibt es den sogenannten Angstdrilling. Den montiert man dann einfach mit auf dem Gummifisch und hakt den hier an der Seite ein. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ich baue den ja jetzt erstmal, um dann auch Bisse auf den hinteren Teil des Köders zu verwandeln. Ein Stahlverfach benutze ich auf jeden Fall auch dazu, um das Ganze hechtsicher zu machen. Das heißt, man könnte natürlich auch ein Angstdrilling mit Fluorocarbon binden. Aber wenn ihr jetzt in hechtträchtigen Gewässern fischt, dann empfehle ich auf jeden Fall, sowohl den Angstdrilling mit einem Stahlverfach zu binden, als auch ein Stahlverfach zu binden. Und das braucht ihr dafür. Ihr braucht natürlich einmal Stahlverfach, Klemmhülsen, zwei Stück. Wir brauchen natürlich Drillinge, die habe ich hier. So. Ich habe hier mal, das sind jetzt hier ganz reguläre handelsübliche Drillinge, die beiden hier. Und hier habe ich mal so einen speziellen Zwilling. Man sieht hier, der hat nur zwei Haken. Und am Ende hat er noch mal einen Haken, den man dann in den Gummifisch pieksen kann. So liegt der Drilling oder der Zwilling einfach ganz nah am Köder und steht nicht so stark ab. Jetzt, wenn man, sieht man ja hier schon, ne, hier hat man normalerweise beim Drilling kommt der dritte Haken raus, hier hat man einfach eine glatte Fläche und das sticht man dann in den Köder und der liegt dann ganz flach an. Wenn ich das jetzt mal mit einem normalen Drilling mache, so sieht man schon, der steht dann ab vom Köder. Aber das zeige ich gleich nochmal. Und eine Klemmhülsenzange, mit der ihr die Klemmhülsen dann klemmen könnt. Das war's. Und so wird das Ganze gebaut. Als allererstes habe ich mir mal ein Stück Stahlrad abgeschnitten. Ihr könnt das Ganze auch schon mal grob anhand eures Köders abmessen. Also der Angstdrilling wird später über das Auge gezogen hier vom Jigkopf und sollte dann hier so im hinteren Bereich des Köders hängen. Also hier würde ich ihn so reinstechen in den Rücken ungefähr. Das heißt, so lang sollte das Vorfach dann ungefähr sein. Ihr nehmt natürlich ein bisschen mehr Draht, weil ihr braucht noch ein bisschen mehr, um das Ganze komfortabel binden zu können. Deswegen habe ich hier mir mal ein etwas längeres Stück abgeschnitten, 15 cm ungefähr. Ihr seht ja hier zum Köder hin, habe ich mal so ein Stück Draht abgeschnitten. Das ist fast so lang wie der Köder selbst, aber das ist auch gut, weil wir brauchen ein bisschen Toleranz. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen den Stahldraht und nehmen eine Klemmhülse, schieben den Stahldraht in die Klemmhülse, lassen den Draht hinten wieder austreten. So, und jetzt, ganz wichtig, wir legen uns jetzt mit dem hinteren Stück eine Schlaufe. Und zwar so, so dass das Ende dann wieder in die Klemmhülse gesteckt wird.
Deswegen auch, wie vorhin schon erwähnt, das doppelt gelegte Vorfach in der Hülse und deswegen auch Stahlvorfachdurchmesser mal 2 für die Größenbestimmung der Klemmhülse. So, jetzt legen wir uns hier so eine Schlaufe. So sieht das aus. Und die Schlaufe soll ja auch später, wenn man hier den Köder hat, über das Auge gelegt werden des Jigkopfes. Also mal ganz nah ran. So, ich nehme jetzt die Schlaufe und lege sie hier übers Stahlvorfach und schaue halt, ob es passt ungefähr. Also das Auge darf jetzt, also diese Schlaufe hier darf nicht zu klein sein. Sie muss halt noch über die Öse des Jigkopfes passen. So, ich ziehe es noch ein bisschen enger, dass es gerade so passt. So, okay, das müsst ihr einfach mal checken zu Hause. So, und jetzt habe ich hier diese Öse. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch festklemmen mit meiner Klemmzange. Einmal einlegen in die Nut und dann kräftig zusammendrücken. Okay, der erste Teil wäre geschafft. Die Schlaufe haben wir geklemmt. Und jetzt nehmen wir uns den Köder, den wir benutzen wollen, für den wir diesen Angstrilling bauen, legen jetzt die Schlaufe über die Jigkopföse und schauen jetzt, wir messen jetzt ab, wo ungefähr unser Drilling sitzen soll. Ich sagte hier ungefähr hier. Das heißt, ja, so lang machen wir das Ganze. Macht es nicht zu straff, also zieht das Ganze nicht jetzt straff und unter Spannung, denn der Köder soll ja noch sich vernünftig bewegen und einsaugen lassen. Das heißt, lasst hier ein bisschen Spiel. Also es ist nicht schlimm, wenn das jetzt so ein bisschen so aussieht, dass es lockerer sitzt. Es sollte lieber ein bisschen lockerer als zu straff. Also lieber ein bisschen zu lang als zu kurz. Jetzt ziehe ich das wieder ab. Jetzt weiß ich ja Bescheid. So, jetzt nehme ich mir die zweite Klemmhülse und ziehe sie auch einmal über den Draht. So, auf der anderen Seite natürlich, da wo die Schlaufe noch nicht ist. So, jetzt hatte ich ja abgemessen. Ungefähr hier piekse ich das ein. So. So, jetzt nehme ich mir meinen Zwilling hier und ziehe den Schleier durch die Öse des Zwillings. Und das gleiche wie eben auch, nur dass ich jetzt schon den Drilling mit aufgezogen habe. Ich fokussiert jetzt erstmal. So, ich mache jetzt wieder eine Schlaufe um die Öse des Drillings und ziehe den Stahldraht oder stecke den Stahldraht wieder in die Klemmhülse rein. Dann sieht das Ganze erstmal grob so aus. Klemmhülse, Zwilling in dem Falle und jetzt so eine Öse. So eine Schlaufe. So. Jetzt das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist die Klemmhülse festklemmen und das war's. Und das ist euer Stinger, euer Angstdrilling oder in diesem Falle ein Angstzwilling. Jetzt nehmt ihr dieses Vorfach, zeige ich euch, wie ihr das Ganze montiert. Hier, ich nehme jetzt die Öse hier, ziehe sie über die Hakenöse des Jigkopfes. So. Und jetzt haben wir hier unseren Stinger. Und jetzt hake ich den einfach hier an der Seite rein. So. Und fertig ist der Angstdrilling. Wenn der Fisch jetzt kommt und auf den Schwanz beißt und ihr anhaut, dann habt ihr ihn auf jeden Fall gehakt. Vorher war hier, wie gesagt, gar nichts. Das heißt, die Fehlbissquote ist hoch.
Jetzt habt ihr einen hechtsicheren Angstrilling dran. Wenn er hier rauf geht auf den Schwanz oder auf den hinteren Teil, dann habt ihr den auf jeden Fall gehakt. Und das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen vor allen Dingen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo da und ein Like. Wenn ihr noch Ideen und Anregungen habt, schmeißt es mir in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Beste Grüße, eine Tightline am Wasser. Euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.